Stimme hat es mir angetan. Also die war und ist und bleibt wirklich ganz toll, einmalig. Die einen fanden ihn grauenvoll und die anderen fanden ihn unübertroffen. Ich liebe es. Und muss oft dran denken. Er ist mir ans Herz gewachsen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Hommage für Manfred Krug. Sie kennen sicher den Satz, die Nachwelt pflicht dem Mimen keine Grenze. Aber genau das wollen wir heute Abend tun. Wir wollen einen großen Kranz flechten für Manfred. Und ich bin sicher, in vielen Herzen und Köpfen bei Ihnen ist längst ein Kranz geflochten worden für Manfred. Für den Sänger Krug, für den Schauspieler Krug und eben auch für den Poeten Krug, den Textdichter. Die CD Manfred Krug, seine Lieder, die Sie heute Abend hören werden, alle Texte, die Sie dort hören, sind von ihm. Es wäre natürlich viel schöner, die CD würde Manfred Krug meine Lieder heißen und er stände jetzt hier an meiner Stelle und würde für Sie singen. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich mit mir auf Thomas Pudensen. Der Tag beginnt. Der Tag beginnt für mich und Sie zur selben Zeit in aller Früh. Ich bin schon da an Ihrem Haus und bald darauf tritt sie heraus. Es ist hell, sie macht schnell, geht zur Straßenbahn. Ich setz mich dazu,